hat die Ampel rot geschaltet. Interessant. Die ganzen, in Niederland. Und schon verlaufen. Nee, nee. Nicht wirklich. Hoffe ich doch zumindest. Nein, da gehe ich nicht durch. Da finde ich den Weg nicht mehr zurück. Weil, die Türen, die du aufgeschnitten hast, wahrscheinlich. Ist jetzt schon offen bei mir. Ja, das ist gut. Nur ich glaube, die Türen, wo ich kurz eingeben muss, da muss ich noch kurz eingeben. Ja gut, das sind die kleinseitig. Aber das mit dem Reparieren und dem Aufschneiden müsste dann übernommen sein. Darf ich vielleicht aus dem Wasser hier raus? Willst du mich verarschen? Ich bin an Land, ich schwimme nicht. Ja, das kenne ich. Das sind... Ah, jetzt macht das. Danke dir. Bin ich am Schwimmen in der Luft oder was? Drecksreden. Achso, manchmal. So, wir bauen auf jeden Fall als nächstes Magnetit. Warte mal, wo ging's denn mal zu dem anderen Eingang? Ich habe auch zwei Eingänge, oder? Ja, einer war unten, wo du andockst, und einer war oben. Komm ich immer hoch? Wenn du aus dem unteren Ausgang rauskommst, rechts halten, immer weitergehen und dann geht's da irgendwo eine Abbiegung rechts hoch. Ah ja, genau da. Danke. Da ist schon wieder eine von diesen Bricks-Trabbelfiegern. Komm mal her. Das schallt. Ey! Nicht abhauen! Stell dich! Heikling. Hab ich eigentlich Wasser mitgenommen? Nein, mich natürlich wieder nicht. Du glaubst es ja nicht, alle. Aber wenn ich das so richtig sehe, haben wir bereits alles, um den Zyklopen zu bauen. Der Zyklop ist was? Das U-Boot. Oh, nice! Ja, hau raus! Na, noch nicht. Wir werden erstmal Magnetit holen und dann werden wir mit der Seemotte zu zwei Rettungskapseln gehen, die wir noch brauchen. Und dann bauen wir das U-Boot. Das U-Boot werde ich sowieso erst bauen, wenn du auch hier bist, damit du das bestaunen kannst, wie es zusammengesetzt wird. Okay, okay, hast recht, hast recht. Ey, diese Krabbelfiecher sind ja übelst nervig. Und im Prinzip, wenn wir die beiden Rettungskapseln haben, dürften wir auch das ganze Zeug haben, um den Prawn direkt zu bauen. Haben wir den eigentlich schon fertig gescannt, ne, oder? Doch, den haben wir in der Aurora fertig gescannt. Da waren doch drei Fragmente von denen. Der ging relativ schnell. Oder ich glaube, zwei hat er nur gebraucht. Aber die ganzen Erweiterungen, die Arme wie der Bohrarm und der Greifhakenarm und so, die müssen wir noch finden. Okay, ich spring von der Klippe. Ich habe im Discord übrigens ein paar Terraria, Subnautica-Memes reingestellt. Sowas wie ein Bild vom Leviathan in Soviet Nautica Fish Eat You. Das ist ja auch normal. Wo war denn hier der Eingang, verdammt ich? Bin ich geistig zurückgeblieben? Nur ein bisschen. Ich wollte jetzt keine Bestätigung hören. Warum denn nicht? Manchmal ist die Wahrheit grausam, das weißt du. Manchmal brauche ich guten Zuspruch. Und das war einer dieser Momente. Wo ist der Eingang, verdammt? Achso, da lang. Ach ja, ich habe meine Geschichte noch gar nicht fertig erzählt. Du hattest mich ja unterbrochen wegen der Samstagarbeit und so. Mein Chef war richtig, richtig großzügig. Warum? Der kam zur Arbeit und da hat er uns eine Kanne zwei Tage alten Kaffee von seinem Geburtstag ausgegeben, das übrig geblieben ist. Krass, oder? Das Schlimme ist, ich kenn's ja auch seinen Neffen, ne? Mit dem war ich ja in der Klasse gewesen. Anscheinend ist dein Chef das Arschloch.
Also, was heißt Arschloch? Ist auf jeden Fall so ein Typ, der seinen Bruder anscheinend rausgeklagt hat, weshalb er jetzt beide Firmen besitzt. What the fuck? Jetzt im Ernst? Ja. Oh. Soweit ich weiß, ist er vor Gericht gegangen, deswegen. Das habe ich mir irgendwie schon fast gedacht. Das haben wir unter den Arbeitern haben wir das immer gesagt. Sobald der Senior irgendwann mal stirbt, wird alles zugrunde gehen bei denen. Ja. Das haben viele gesagt. Ja. Du musst mir überlegen, was du für ein Schlagmensch sein musst, dass so etwas. Kann ich nicht nachvollziehen. Hey, ja, ich muss da auch an drei Verwandten, ich muss da auch zwei Verwandte ausbezahlen, um das Haus zu bekommen, das mir versprochen wurde. Also. Ja, aber immerhin habt ihr euch geeinigt. Ich Ja, sage es mal so. immerhin. Das ist für, man muss auch sagen, also wenn es um Häuser geht, ist sowas. Ich will nicht sagen normal, aber relativ häufig vertreten. Deswegen Ja. haben, also deswegen mit meinen Geschwistern das auch abgesprochen, wie wir das dann machen. Wenn wir, das ist alles schon geplant. Leonard bekommt das Obergeschoss, du das Untergeschoss. Naja, jeder Wie von uns kriegt. er in sein Obergeschoss kommt, ist nicht dein Problem. Durch deine Tür kommt er nicht. Muss ich eine Leiter ans Haus stellen? Du vergisst immer noch unseren großen Bruder, den steht auch noch ein Teil zu. Also müssen Der wir bekommt quasi alles das Haus durch drumherum. drei teilen. Nee, das haben wir schon abgemacht. Da hat er gesagt, entweder tut er seinen Teil vermieten oder wir bezahlen ihn aus. Oder schon so, haben wir schon so ausgemacht. Ach ja, der Kaffee, man hat übrigens auch gemerkt, dass der schon älter war. Also ich habe eine Tasse getrunken, ja, war mir richtig mies. Also das passiert bei mir für gewöhnlich, wenn ich Kaffee trinke, weil ich vertrage den nicht. Was heißt, vertrage ich nicht? Ich krieg direkt Durchfall. Ja gut, das kann bei Kaffee passieren. Der soll ja. Kaffee ist allgemein ja verdauungsfördernd, ne? Aber dann meine Verdauung geht da wirklich von 0 auf 1000. Also geschmacklich finde ich das Zeug ja geil, ne? Aber das ist so. Also ein richtig geiler Kaffee Olé, das kann schon einiges. Wenn ich einen Kaffee trinke, dann entweder, weil ich komplett im Arsch bin oder weil ich nicht kacken konnte. Zigaretten haben doch einen ähnlichen Effekt. Da musst du ja richtig gefickt sein, wenn du eine rauslässt und Kaffee trinkst. Also, das schreit nach ein paar Feldversuchen. Mach mir eine Dokumentation drüber. Wissenschaftliche These. Schickst du einfach an irgendeine Universität, da schreiben sie zurück, ja, schönen guten Tag, danke für das Anreichen ihrer Dokumente. Was zur Hölle wollen sie damit bewirken? Wir haben auf der Arbeit ja auch so kleine blaue Eimer gemacht, weil hier von unserer Firma der so ein Familientag gemacht wurde, wo Arbeiter mit ihrer Familie vorbeikommen können. Und für die Kinder gab es dann so kleine blaue Eimer, die wir selber hergestellt haben. Da habe ich auch schon Ja, cool. direkt gefragt, der die Eimer gemacht hat. Und was bekommen wir, wenn wir da hinkommen? Ja, wir bekommen wahrscheinlich am nächsten Tag die Rechnung fürs Essen. Ja, das kann ich sogar nach, das kann ich dir sogar zutrauen. Meine Schichtpartnerin, die kommt ja auch da aus dem Ort, wo dein Chef herkommt. Ja, die kennen ja schon so ein paar Geschichten. Bei uns in der Firma, da arbeitet ja auch der Dings, der Ortsvorsteher vom Nachbardorf. Um Nachbardorf. Ja, vom silbernen Hügel. Wer ist denn der Orts. Wer ist denn da bitte der Ortsvorsteher? Keine Ahnung. Kolbe. Kolbe, sagt mir nichts. Ist ein ganz netter Kerl auf jeden Fall. Das war der mich auf dem Ausflug vor 2 oder 3 Jahren bei der Arbeit besoffen gemacht hat. Er hat gesagt, Ah. komm hier.
Wir kommen aus quasi aus derselben Gemeinde hier. Wir müssen zusammen eintrinken. Schüttet er mir ein Bier nach dem anderen ein. Ich bin so dicht geworden, es war so heiß. Ich habe mich vom Tisch nicht wegbewegt. Deswegen hatte ich auf der einen Seite, auf der linken Körperseite, komplett Sonnenbrand, weil ich mich nicht wegbewegen konnte. Und die Sonne dauernd von der einen Seite auf mich drauf gestrahlt hat. Und zur Krönung bin ich im Bus dann ja mit Klimaanlage eingeschlafen. Dann hatte ich einen einseitigen Sonnenbrand und eine Erkältung. Das war ein super Ausflug. der will aber demnächst Bürgermeister von der gesamten Gemeinde sein. Will er sich. Da habe ich nichts dagegen. Will er gerne werden. Du, da habe ich nichts dagegen. Das, wir haben schon so lange denselben Bürgermeister. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das gut macht. Und dann hat er auch einen Grund, endlich in der Firma bei mir aufzuhören. Da freut er sich dann auch schon drüber. Du, ich frage mich, warum ja überhaupt nicht eine Rebellion ausgebrochen, bei euch eine Rebellion ausgebrochen ist, ne? Ja, eigentlich im Prinzip müsste da schon langsam so ein kleiner Bürgerkrieg entstehen. Ja, ähnlich ist so eine sowjetische Revolution, einfach. Ich weiß nicht, ob das so eine Dokumentation oder so gesehen habe, wie die da rummarodiert haben, aber sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Jetzt sitzt er da in seinem Büro. Das Proletariat erhebt sich! Kommt dir reingestimmt, lag einfach alles kaputt. Das wäre ein Bild von die Götter. Ja. Ich glaube, ich müsste nochmal da irgendwo da runter, weil bei mir kam jetzt noch nicht diese, ich dachte mal, Zwischensequenz. Oder es hätte es schon. Weil ich habe den Generator repariert. Wenn alles repariert ist, dann ist das soweit fertig. Also diese Zwischensequenz, die kam bei mir jetzt auch noch nicht, die kommt scheinbar, die erste kommt random einfach. Vielleicht müssen wir auch nochmal zu der Precursor-Station, wie heißt es denn? Ja, zu dieser komischen Ruine da. Die Quarantäne-Plattform. Ah ja, genau. So eine Kanone hätten wir eigentlich auch in Deutschland aufbauen müssen, während der Corona-Quarantäne und so. Jeder, der rauskommt, wird einfach atomarisiert. Keine Angst, ja, vor allem kann man das den Leuten auch gut verkaufen dann so. Keine Angst, das Zeug ist vegan. Ja, du bewegst dich schon mit der Seemotte. Ja. Es ist stockduster. Achso, stimmt, weil ich auf Filmmodus eingestellt habe. Ja, habe ich aber auch wieder drin. Ah, ich habe auf ausgestellt, weil ich kann nichts sehen, sogar mit Licht. Ja gut, wenn du keinen Boden und sowas siehst, dann bringt dir das Licht auch nichts. Also einfach so ins endlose Wasser eine Taschenlampe halten, führt einfach zu nichts. So, unser nächstes Ziel ist die Höhle bei Rettungskapsel 17. Da finden wir Magnetit, das brauchen wir auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir dort die Fragmente für den Moonpool finden. Moonpool? Was ist das denn? Da können wir. Hast du gerade einen Stuhl über den Boden gezogen? Nein, ich habe ein Mikrofon näher an mich rangezogen. Ich hatte das seit Ewigkeiten, steht es immer auf derselben Position, weil es halt so ein bisschen am Knarzen ist. Im Moonpool können wir unsere Seemotten andocken. Da können wir die einfärben, benennen und können dort noch bessere Upgrades draufpacken. Sowas wie ein Sonargerät und ein Elektroschockverteidigungsmodul und. Was brauchen wir eigentlich noch für diese Andockstation? Weil da kann man ja auch die Motten laden, oder nicht? Ja, das ist das. Das ist der Moonpool. Ah, okay. Moonpool war der englische Name. Den habe ich halt im Kopf, weil vorher gab es ja noch keine deutschen Text. Also habe ich unwesentlich einfach. Okay. No, ich hatte die englischen Namen einfach viel zu sehr im Kopf. Ja, das kenne ich aber auch, wenn man ursprünglich irgendwas auf Englisch spielt und dann wird es auf Deutsch übersetzen, mach's mal auf Deutsch. Oder wenn man sowas wie Terraria gespielt hat. Wir haben Kupfer und Lead. Ja, wir haben Kupfer und Lead. Ja. Tangstenerz. Es ist. Was soll ich sagen? Der geht dann wie Minecraft, ne? Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie es heißt. Cobblestone. Was ist die deutsche Übersetzung davon? Bruchstein. Bruchstein. Das ist Kobbel, verdammt nochmal. Achso, jetzt kann ich ja die Dings alles aufziehen, ne? Ja. Also, wenn wir nicht in die Nähe von der Aurora gehen. In der Nähe von der Aurora dauert es ein bisschen, bis die Strahlung abgeklungen ist. Aber da müssen wir erstmal nicht hin. Ich hab die Namen auch noch so im Kopf. Cobblestone, Dirt, Gravel... Das Dirt,
das tun wir teilweise noch mit Dreck übersetzen, einfach nur weil, oder was ich bei Kollegen immer gemacht habe, scheiße. Ich habe mal irgend so ein Loch bei einem anderen ins Haus reingesprungen, keine Angst, das füllen wir mit Scheiße wieder auf. Das habe ich dreimal am einen Tag gemacht, dann ist er ausgerastet, hat unsere die Basis von Leonard und mir komplett zerstört. Oder Badrock. Das ist auch so ein Name, den verinnerlicht man einfach. Was sagt man die deutsche Übersetzung? Ich glaube Grundstein oder so heißt das. Das klingt eher so, als ob du versuchst gerade ein Haus zu bauen. Ja. Wobei, hast du eigentlich die letzten Updates von Minecraft mitbekommen, was da mittlerweile alles für ein Shit gibt? Ah, du, ich habe schon Ewigkeit nicht bei Minecraft gespielt, ne? Es gibt jetzt Kupfer. Es gibt Amethystgeoden. Es gibt in Höhlen. Es gibt in Höhlen verschiedene Pflanzen und sowas. Also es gibt auch so Tropfsteinhöhlen und es gibt Axolotl und Glowsquids und es gibt ein Fernrohr. Du kannst Pirat spielen, also dass du quasi, wie du mit Optifine zoomen kannst, kannst du jetzt einfach das Item Fernrohr craften und ins Inventar nehmen und damit zoomen. Leck mich am Arsch. Ich muss auch was essen. Also ich habe mir auch schon gedacht, als nächstes kommen Kugeln rein. Ja, vor allem, es gibt Kupfer. Kupfer kann ich vorher nur von der Technik-Mods zum Beispiel. Oder aus Terraria. Ja. Aber das kannst du auch nicht verwenden für Crafting, richtig. Also Kupfer machst du nur, um Diamantblöcke und sowas und verschiedene Steine und so etwas zu oxidierten Versionen dieser Steine zu machen. Also nur für Deko und sowas. Also das ist nicht für Ausrüstung gedacht. Bisher. Ich sag dir, irgendwann wird's wie Terraria. Da gibt's eine Holzrüstung, Holzschwert. Ne, Holzschwert gibt's ja schon. Also, wie hart auf dem Schlauch stehst du eigentlich? Achso, Armbrust gibt's ja schon. Als nächstes gibt's noch ein MG, dann gibt's den Mini-Shark. Was für... Boah, ja... Vor allem gegen Magie hätte ich nichts, weil früher gab's ja den AS Magiker-Mod, wo der Lennart ja Dorfbewohner geopfert hat, um die Mondenergie aufzuladen. Der Lennart war verdammt gut mit dem AS Magiker-Mod, der konnte richtig gut. Naskas Internet spinnt schon wieder rum. Also dafür können wir jetzt echt nichts. Also das hast du aber auch immer nur in meinen Streams. Beim Kätzchen bist du immer von Anfang bis Ende dabei. Also das finde ich schon ein bisschen sexistisch von dir, ja. Das ist sexuelle Benachteiligung. Nee, ich kann's ja teilweise auf Rassismus schieben. Warum? Weil ich ja nur Halbdeutscher bin. David, Rassismus, was hast du mit das zu tun? Von deiner Ethnie. Nicht von der Nationalität. Ach, Logik machen wir hier auch nicht. Ach, ich brauch noch Medikit. Papier, ich scanne dich. Ha, Kaninchen rochen. Achso, ich habe das als mich gemeint. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich scanne dich doch selber. Ich habe hier ein Kaninchen rochen. Der schwimmt gar nicht so hart weg. Der ist relativ langsam, relativ ruhig bei uns. So, jetzt weiter ein Text. Ich bin geheilt, bin vollgefressen. Jupp, dann mal auf und dein. Wo ist deine Seemotte? Die ist hier. Also bei mir ist die noch 85 Meter weit weg. Alles klar. Setz dich mal rein, damit die hier driftet. Ja, da kommt sie langsam, kommt durch die Felsen, durch den Boden. Und schwimmt seitlich hier rüber. Und da ist sie. Nice. Okay, Rettungskapsel 17 ist hier hinten. Also die Sachen, die ich versuchen möchte zu finden... Warte mal kurz. Ich glaube, wir können hier runter. Ich glaube, das ist kürzer, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Da müssen wir nicht durch die ganze Höhle, wenn wir hier runtergehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So, 300 Meter müssten ja jetzt reichen. Aber nicht ist das auch die richtige Seite, sonst verlaufe ich mich unten in der Höhle nur wieder. Ich bin gerade wo angelegt. Siehst du mich aber? Ja, ich sehe dich. Ja, guck ich mal hier. Hier haben wir schon mal eine kleine Plattform. Oh, halt dich von den Pilzen fern und diesen langen Dingern, die bei mir irgendwie einfach nur so in der Luft stehen. Normalerweise würden die uns angreifen und unsere Seemotte beschädigen, aber irgendwie... Ja, die buggen bei mir gerade ein bisschen rum. Ja, bei mir auch. Lass die ruhig mal Kekse buggen. Wir kümmern uns um unseren Kram. Oh, jetzt bewegt er sich.
Ja, aber die... What the fuck? Bei mir guckt er immer wie so ein Stock nach oben, einfach kerzengerade. Ja, bei mir zittert er irgendwie hin.